Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Ja, es ist mal wieder 2 Monate her tatsächlich. Lag aber tatsächlich nicht daran, dass ich keine Lust hatte oder einfach nicht dazu gekommen bin. Doch, ich bin eigentlich gar nicht dazu gekommen, weil heute ist die erste Aufnahme aus meinem neuen Reich hier. Ja, wir sind umgezogen und es hat halt so viel Zeit in Anspruch genommen, da ging einfach nichts mehr. Ne? Ich habe ja gesagt, es könnte sein, wir ziehen bald um und dann zack, plötzlich war es dann soweit, wir sind umgezogen. Das ging so schnell, ich konnte gar nicht reagieren. Zack, war mein ganzes Zeug abgebaut. Zack, war mein ganzes Zeug irgendwann in den Kartons und jetzt im Lauf der Zeit, habe ich halt dann mal gesagt, okay, vielleicht sollte ich ja schon mal mich um andere Dinge kümmern, als erstmal den PC aufzubauen und alles hier aufzubauen. Egal, jetzt ist alles hoffentlich so aufgebaut, wie ich es haben möchte. Es ist auf jeden Fall alles sehr viel professioneller für mich, vom, wie ich es alles hier hingestellt habe. Also der Schreibtisch, den ich ja damals hatte, war ja nur so ein kleines Futzelding. Jetzt habe ich hier ein richtig großes, wo ich auch richtig Platz zum Arbeiten habe. Und weiß nicht, ich bin aktuell wirklich zufrieden. Ich hoffe, es funktioniert heute mit der ersten Aufnahme. Falls nicht, leidet Snake ausnahmsweise darunter. Sonst war es meistens immer ein anderes Projekt, wo drunter leiden musste. Heute ist es halt mal Snake. Aber ich denke, er kann es verkraften. Okay, 4% fehlen uns noch zu den 100%. Ob wir die heute zusammenkriegen, ich weiß es nicht. Wir probieren es. Wir gucken mal. Und es ist sehr viel passiert, während wir weg waren. Zuallererst die PlayStation 4. Version von Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain ist jetzt mit der PS4 Pro kompatibel, hat jetzt verbesserte Grafik und auch HDR-Support. Ich hoffe, man sieht den kleinen Unterschied. Ich sehe ihn ein bisschen tatsächlich. Aber mal gucken. Dann die ganzen Online-externen Missionen sind inzwischen fertig. Also die waren schon davor fertig, aber naja. Und ein PlayStation-Nutzer mit dem Namen JTVTZGYT, der hat mich mal im Jahr 2015 geaddet als Freund in PlayStation und hat uns unsere FOB am 23.10. verteidigt. Steht hier, er hat mir eine Nachricht nämlich geschrieben und ich habe gedacht, ich erwähne ich einfach mal, ich habe deine Motherbase verteidigt und ich habe es gern gemacht. Deine Let's Plays sind toll, finde ich schön, dass du es gut findest. Dankeschön, dass du unsere FOB verteidigt hast. Finde ich cool, weil das geht ja und hätte er nicht machen müssen. Ich finde es trotzdem cool, dass er es getan hat. Dementsprechend danke dafür. Mal gucken, sieht man das da vielleicht sogar? Ne, es sind alles nur Entsendungsmissionen. Es sind voll viele gestorben. Oh Mann. Aber, naja, es ist halt so. Okay. Ich habe eine Mission gemacht, bevor die ganze Umzugsaktion gestartet ist. Und zwar war die, eigentlich war es mal geplant als 10 Minuten Aufnahme. Dann ist daraus 3 Stunden geworden, weil ich einfach, ich zeig's mal. Ich habe die untere Missionsaufgabe von Prolog. Ich habe 3 Stunden an dieser blöden Missionsaufgabe gehangen. Könnt ihr das fassen? 3 verfickte Stunden habe ich an dieser Missionsaufgabe gehangen und habe sie dann tatsächlich irgendwann mal geschafft. Ich habe das aufgenommen und man hört an meiner Stimme, wie am Arsch ich einfach war, weil ich wirklich, ich hatte vor, das Projekt ein bisschen weiter aufzunehmen und dann hängst du einfach 3 Stunden an dieser verkackten Missionsaufgabe, dass dieser blöde Man on Fire dich nicht trifft. Und ich war so am Verzweifeln. Oh, ich habe es aufgenommen und ich habe die Datei und schaut es euch einfach an und viel Spaß bei zusehen, wie ich einfach nur am Arsch bin, ohne Mist. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ganz, 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 ganz kurz, dass ihr kapiert, was hier eigentlich gerade los ist. Wir befinden uns hier in der Mission
Nummer 0 im Prolog, weil wir da nämlich noch eine Missionsaufgabe zu absolvieren haben. Das Problem allerdings ist daran, diese Mission ist es, dass wir den brennenden Mann, wenn wir auf Ocelots Pferd sind, der darf uns nicht verletzen. Und das ist jetzt mein 5. oder vielleicht sogar auch schon 6. Versuch, diese Mission zu schaffen. Ja, ich habe jetzt mir, glaube ich, etliche Videos angeguckt und ich hoffe, dass ich es jetzt schaffe, diese Mission zu beenden. Ich hoffe es, weil meine Nerven sind gerade wieder so und ich so. Jetzt überlegt mal, ihr versucht diese Mission einfach zu machen, ja, das ist ja nicht schwer, aber dann 6-mal diesen blöden Prolog zu spielen, zu überspringen und dann kannst du die Hälfte nicht überspringen. Ich mag den Prolog, aber 6-mal hintereinander? Da wird dein Hirn zu Käse. Okay. Okay, soweit so gut. Ah, ich glaube, jetzt kenne ich meinen Fehler endlich. Okay, ich lasse ihn einfach nah genug dran. Dann warte ich, bis er diese Pose macht mit der rechten Hand. Also, dass er die Hand nach rechts tut. Von unserer Seite aus rechts. Aber wenn er sie links hat und ich schieße ihn dann ab, macht er genau das da. Und dann muss ich von vorne beginnen. Warum hat er es jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Und ich verzweifle. Er darf uns kein einziges Mal treffen. Auch nicht mit dieser Feuerfontäne. Und ich habe immer noch nicht kapiert, wieso er die teilweise macht. Ja, lass ihn ruhig kommen. So. An sich ist es angeblich ist es auch relativ einfach, aber man muss halt erstmal dahinter kommen, wie es funktioniert. Oh nee, schon wieder. Du Arschloch. Immer an derselben Stelle. Oh Mann. Warum? Warum? Oh Gott. Das war ein Fehler. Ah, das war der Fehler. Jetzt habe ich es aber diesmal tatsächlich eingesehen, dass das dumm von mir war. Okay. Das Gute ist, ich habe jetzt den Kontrollpunkt. Vorher musste ich den ganzen Prolog von vorne machen. Aber jetzt, glaube ich, kriege ich es ungefähr hin. Da, wo ich es am meisten immer verkacke, ist da, wo man mitten im Wald sind, wo die ganze Zeit die Bäume runterfallen. Okay, Konzentration. Warum schießt du jetzt nicht?
Okay. 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 Wir sind weiter als vorhin, aber jetzt kommt gleich diese Abzweige. Ich muss aufpassen. Okay, okay. Nein! Nein! Ich bin immer zu vorschnell und... Leute, es ist 2.45 Uhr. Ich wollte eigentlich seit halb eins aufnehmen. Und ich komme einfach nicht dazu. Wegen dieser blöden Missionsaufgabe. Ich hänge an der Mission jetzt, also an der Missionsaufgabe seit 2 Stunden. Also könnt ihr euch vorstellen, wie meine Laune gerade ist. Blöder Vulcan. So. Oh, Gott sei Dank. Ganz knapp. Jawohl. Kurz nachladen. So, jetzt kommen die Abzweige. Ich muss aufpassen. Okay, er schießt nicht. Das ist gut. Und er ist weg. Okay, okay. Wir haben es gleich geschafft. Da ist er. Nein! Nein! Du Arschloch! Ich bin kurz vorm Ziel und dann macht er wieder diese Feuerfontäne. Diese beschissene Feuerfontäne. Das gibt's doch nicht. Komm schon, jetzt waren wir so weit. Bitte. So weit war ich noch nie. Weg mit dir. Jawohl. Ocelot, kann man nicht einfach ein bisschen schneller reiten? Das wäre mir gar nicht mal so unrecht. So. Vor allem teilweise siehst du es auch gar nicht, ob der jetzt gerade auf dich schießen möchte oder nicht. Jawohl. Das gibt's doch nicht. Warum macht er das jetzt? Ich habe ihn nicht abgeschossen. Nichts und er macht's trotzdem, Arschloch. Gib mir doch mal was Gescheites. Gib mir eine RPG und dann hat sich das. Ich weiß, das bringt bei ihm nichts, aber trotzdem. Der geht mir echt auf den Sack, der Typ. Und ich dachte, es gibt keine schlimmeren Missionsaufgaben, als diese Gespräche anzuhören.
Oh, ich sehe nichts. Viel zu nah, viel zu nah. Warum schießt du jetzt zum Beispiel nicht? Das verstehe ich nicht. Okay. Okay, 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 okay. Kurz durchatmen und dann weiter. Hi. Oh. Hat er gerade echt auf mich gezielt? Du bist schon mal einer. Oh, weg mit dir. Weg mit dir. Oh, ich glaube, ich habe es geschafft. Oh, bitte sag mir, ich habe es geschafft. Bitte, ich will nicht nochmal. Oh, ja. Oh. Nach 2 Stunden. Ich korrigiere 2,5 Stunden. Oh Gott. Oh Gott. Was für ein Krampf. Oh Gott. Wenn nochmal so eine Scheißmission kommt. Oh Gott. Es ist 3 Uhr morgens. Ich hatte eigentlich vor, jetzt von den 96% vielleicht 98 zu haben und ich habe nur diese bekackte Nebenmission geschafft. Oh Gott. Und ich krieg nicht mal eine Belohnung dafür, weiß ich nicht mal ein Emblem oder so. Krieg nix. Alter. Das ist echt nicht... Oh, das ist nicht wahr. Das ist echt nicht wahr. Bitte sei abgehakt. Danke. Oh, ja. Ohne Witz. Ohne Witz. Was ist die nächste Mission? Die da. Okay. Nächstes Mal, okay? Also, das... schneide ich jetzt in die morgige Aufnahme rein. Ich kann nicht mehr. Tut mir leid, Leute. Ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Bis später. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ich hatte ihn definitiv nicht. So im Nachhinein natürlich denke ich, oh cool, war doch ganz witzig. Jein. Also ich bin froh, dass es vorbei ist. Und ich muss jetzt gerade noch mal gucken. Wir haben ja eigentlich alles von null chronologisch gemacht. Und wir sind überhaupt, guckt euch das mal an, ziemlich weit. Hier geht's weiter, Kriegswirtschaft. Was müssen wir da? Ach, alle Gespräche, das war, ach ja. Noch eine Lieblingsmission von mir, den Waffenhändler. Aber das ist ja jetzt nur die normale Mission. Und ich glaube, das kriegen wir hin. Und wir brauchen ja keinen S-Rang noch zu erreichen, den haben wir ja schon. Bedeutet, ich kann mir das der Auftarnung rein. Nice. Dann machen wir das gleich. Also für die 100%, für unsere heiligen 100% fehlt tatsächlich nur nichts mehr, außer, dass wir hier die S-Ränge holen müssen. Also die Tiere haben wir das letzte Mal geholt. Es ist alles erledigt, es fehlen nur noch die S-Ränge und die Missionsaufgaben und ich denke, das kriegen wir hin. Und ich muss zugeben, 2 Monate habe ich jetzt nicht mehr Metal Gear Solid 5 gespielt. Ich hoffe, ich kann es überhaupt noch. Falls nicht, dann es tut mir leid. Okay. Ich schaue mal. Unterstützungswaffen. Hauen mir hier wieder die Stealth-Tarnung rein. Beziehungsweise halt, das ist ja ein Gegenstand. So rum. Ach, die ist schon drin. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Die Burkhoff nehmen wir mit als Hauptwaffe. Können wir.
Ja, das war ja, die hat ja keinen Schalldämpfer, ne? Das ist so schade. Ich würde die so gerne mitnehmen mit einem Schalldämpfer, aber die hat keinen. Ich weiß auch nicht, vielleicht kann man den sogar auch noch entwickeln. Ich habe das Ding ja nie wirklich weiter gepatcht oder weiterentwickelt. Vielleicht geht es ja noch. Ich guck mal, dass ich, wie heißt die UNARC, dass ich die vielleicht tatsächlich weiterentwickeln lasse, dass wir vielleicht irgendwann mal einen Schalldämpfer drauf haben. Quiet hat die Betäubungswaffe? Ja, die ist blau, das ist Betäubung. Wir haben das Wurmloch, wir haben eigentlich alles, was ich brauche. Wir müssen ja nur wieder dieses doofe Verhör, wir müssen ja nur dieses Gespräch anhören, mal wieder. Also das ist jetzt das zweite und hoffentlich letzte Mal. Bei der Extremvariante haben wir es ja schon geschafft, nach dem vierten oder fünften Versuch. Dementsprechend glaube ich, dass wir jetzt mit einer Stealth-Tarnung im Gepäck nicht mehr so viele Probleme haben. Und ich habe auch einen neuen PS4-Controller. Ich habe ja davor einen ganz normalen DualShock 4 gehabt. Jetzt ist es ein DualShock 4-Controller mit dem Diamond Dogs-Logo drauf. Den gab es ja damals, wenn man die Metal Gear Solid 5 Konsolen Edition gekauft hat. Und wenn man so ein bisschen auf eBay guckt, da findet man das auch ohne die Konsole. Und also, ich dachte irgendwie, es gehört einfach in meine Sammlung. Es ist ja nichts. Es ist ja einfach nur ein PS4-Controller mit ein bisschen, weiß nicht, ist es Silber oder halt so Metallic-Farben. Und dann halt unter den Tasten, unter X und Kreis, da ist das Diamond Dogs-Logo. Und das wollte ich eigentlich, deswegen wollte ich mir damals. Ich wollte eigentlich nur den Controller. Ich wollte nicht mal die Konsole. Ich wollte nur den Controller, weil mir das Diamond Dogs-Logo einfach so gefällt. Jetzt habe ich mir den Traum tatsächlich doch noch verwirklicht. So. Dann gehen wir mal rein. Das ist das erste Mal, dass wir die Mission auch am Tage machen. Fällt mir gerade auf. Aber ist ja kein Problem. Quiet kann ja gleich mal zur Aufklärung rein. Wir müssen immer noch aufpassen. Es darf natürlich keine Alarmphase sein. Heißt, wir müssen trotzdem auch mit Stealth-Tarnung ein bisschen diskret vorgehen, dass wir nicht entdeckt werden. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Die Steuerung, ja, ich denke, die Steuerung ist mir noch vertraut. Falls ich nicht sofort 100% zeigen kann, dann wisst ihr warum. So. Es ist auch ewig her, dass ich wirklich mal aktiv irgendwas gespielt habe. Ich war einfach froh, also ich bin froh, dass jetzt inzwischen alle Umzugskartons ausgepackt sind, meine Technik inzwischen auch aufgebaut ist. Das Einzige, was noch fehlt, ist mein Fernseher, wollte ich an die Wand hängen. Das fehlt noch und ein paar Lampen, aber sonst ist alles fertig. Lass mal den doch am Leben, komm. Der fährt nämlich weg. Aber der muss weg. Mist. Ja, das ist okay. Einmal getroffen reicht. Nee. Oh, wow. Wieder wegrennt. Ja. Ja, ja. Kein Problem. Wir haben eine Stealth-Tarnung. Diesmal müssen wir uns nicht aktiv um die Walker-Gears kümmern. Und wir können vielleicht die Scharfschützen möchte ich wegtun, tatsächlich. Die nerven mich immer am meisten. Die Scharfschützen sind tatsächlich das Schwierigste. Die Walker Gears eigentlich auch, aber die sind am ehesten noch zu überleben. Im Vergleich. Da oben die Heckenschützen, die müssen weg. Ups. Der weiß gar nicht, was er zuerst sagen soll, ne? Ich überlege gerade, ob ich das Scharfschützengewehr mitnehmen hätte müssen, aber das ist meine Stealth-Tarnung. So. Guck mal, dass wir wenigstens mal in die Nähe kommen, weil wenn der jetzt da kommt, sollte ich eigentlich schon in dem Gebäude da oben sein, ne? Quiet gibt mir zur Not Deckung von oben. Keep your eyes on him. Our intel
Intel suggests the target will leave the country with the arms dealer after the inspection. Take him out before that happens. Kann ich eigentlich? Ich hab's, glaube ich, schon mal probiert. Ich weiß es nicht mehr. Ich probier's einfach mal. Scheiße. Das war jetzt doof. Mist. Scheiße. Scheiße. Okay. Ihr habt's verkackt. Oh nein. Weil ich jetzt wieder zu viel wollte. Ich wollte beide auf einmal ausnocken, ne? Das war jetzt tatsächlich mein Fehler. Ach nö. Komm, wir rennen einfach mal rein. Wird schon nichts passieren. Zur Not, ich habe ja auch einen Reflexmodus diesmal, ne? Bam! So. Jawoll. Und noch einer. Also läuft das auf jeden Fall viel flüssiger. Okay. Ich habe immer noch Respekt vor den Scharfschützen. Die können nämlich, glaube ich, tatsächlich ein bisschen durch die Stealth-Tarnung durchgucken. Aber aktuell sieht das nicht so aus, als ob sie es können. Bisschen vorsichtig. Da ist ein Walker-Gear, den nehme ich auf jeden Fall mit. Na du? So. Bam. Der ist weg. Jetzt kümmern wir uns um den Sniper da oben. Der geht mir nämlich tierisch auf den Geist. Ich weiß nicht, ob er mir während der Mission immer auf den Geist geht, aber die gehen mir generell immer auf den Geist. Also von daher ist das auf jeden Fall kein Verbrechen. Wenn ich die mal wegtue. Muss nur gucken, dass ich die anderen hier oben auf den Dächern noch mitnehme. Oh, hi. Komm mal her. Autsch. Muss ich nur aufpassen, dass der da oben das jetzt nicht mitbekommt, ne? Warte. Ah. So. Genau, die beiden schlafen jetzt. Und bleiben die nämlich noch ein bisschen da unten. So, und oh. Ja gut, das war jetzt vielleicht nicht so klug, aber okay. Jetzt muss ich den halt irgendwie verschwinden lassen. Bleibst du liegen? Oh, und mach mal so. Hat schon niemand mitbekommen. Aber ich sollte aufpassen. Warte mal. Das geht, ne? Ja, genau. Rein mit dir. So. Jetzt gucke ich, dass ich schnell in das Gebäude komme. Der Typ müsste jetzt... Genau, da läuft er rum. Der sieht mich zum Glück nicht. Ja, ja, eins nach dem anderen. Ich muss erstmal... Meine Stealth-Tarnung ist nämlich jetzt leer. So. Unauffällig ein Karton. Beziehungsweise, warte, ich mach's geschickter. Das ist noch unauffälliger. Jetzt kommt der Hubi. Jetzt kommt erst der Hubi. Das hat jetzt... Mann, bin ich schnell gewesen jetzt. Aber wir haben oben aufgeräumt. Ja, und der Rest ist mir eigentlich furzpiep egal. Solange die Stealth-Tarnung da ist, ist ja alles gut. Oh Gott, das war jetzt aber mega knapp. Das war der, wo oben nach... Das waren die, wo oben nachgeguckt haben. Na, das sind noch ein paar, ne? Na gut, die hier sind egal. Der hier war noch interessant. Und da hinten war da nicht ein Walker Gear? Ich weiß es nicht mehr. Ist jetzt auch egal. Der Aufgang ist fast wieder voll.
Wir hätten auch das Endlos-Bandana mitnehmen können, aber wofür? Brauche ja eigentlich keine Waffen. Eigentlich. Den hätte ich ausschalten müssen. Jojo, alles gut. So, die Tür ist aufgegangen. Da ist er. Genau, und ich bin schon da. Bleibt der weg oder kommt der rein? Ach, der geht raus. Okay. Oder geht der raus? Ja, der geht raus. Dann verschwinde. Möchte dich nicht sehen. Jetzt haben wir wieder das Gespräch. Schön. Ein Besuch von dem Präsidenten. Das ist ein Vorrecht, Meneer. Uns schuld all unser Success in Zentralafrika an die SANR. Die empfindende Olifeld-Vorfall war rechtlich eine Skande. Skande ist korrekt. Nou te klomp hier soldaathonde van ons te hore gekom. Spooke van 'n dooie era. Meneer, ek het gehoor dat 'n man by die olieveld die Big Boss was. Die legendariese hier soldaat. Niemand het my vertel dat ons teen iemand soos hy te staan gekom. Ons kontrak het slegs gespesifiseer dat ons die fasiliteit moet beskerm teen plaaslike bevolking en militante faksies. Beskerming teen PFs gerigsteen met moderne tegnologie is 'n heel ander affære. Ek het genoeg gehoor. Vereers het ons 'n inspeksie om af te hang. Wys my die plek. Begryp. Kom ons begin by die suidelike hek. Stap die kant toe. That guy talking with the arms dealer. Could he be the target? Ja, ist er doch. Hä? Das haben wir doch schon identifiziert. Ach, egal. Ich finde diese afrikanische Sprache ganz interessant. Das ist, weiß nicht, das ist so ein Mix aus Englisch und schwäbischem Englisch irgendwie. Keine Ahnung, ich mag die Sprache irgendwie, weil... Keine Ahnung, ich mag die irgendwie. Also ich mag die Sprache mehr als die russische. Aber das liegt einfach auch daran, dass ich Russisch einfach überhaupt nicht verstehe. Aber ich mag die Sprache. Hört sich eigentlich ganz cool an. Ach ja, ich muss auf den Helikopter jetzt ein bisschen mehr aufpassen, wenn hier Tag ist, ne? Hoffentlich sieht mich jetzt der Soldat da nicht. Ich mag die Stealth-Tarnung, aber irgendwie ist die nicht so gut, wie ich es mir erhofft habe. Tatsächlich. Hm. Und die Toilette ist schon besetzt. Das heißt, ich muss den rüber in den Dumpster schmeißen. So. Obwohl, wenn die weit genug entfernt sind... Scheiße. Ich hab gedacht, die sind weit genug weg. Oh nein. Ich mach immer alles kaputt. Was machen die jetzt? Die hauen ab. Okay, ja. Nochmal alles von vorn. Oh Mann. Ich hasse diese Mission, weil ich sie mir immer selber kaputt mache. Ja, hasst mich. Ich hasse mich selber doch auch schon. Send the information to your map screen. That's the target's predicted location. Check all around the target and plan carefully before moving in. So. Mach mal wieder das Prozedere von vorhin. You gotta extract him. Also 30 Meter reichen nicht, dass es nett hören. Ich weiß gar nicht mehr, wie das denn war. Haben 40 Meter gereicht? Eigentlich schon, ne? Der ist mir eigentlich egal. Kümmern wir uns um den Walker-Bier-Fritzen da hinten.
Das sind sogar zwei, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Hey, dreh dich nicht um, ich möchte dich mitnehmen. Nein, nicht drauf, du. Bist du doof? Du sollst ihn mitnehmen, wenn dich jemand sieht. Hups. Wo ist denn der andere? Ja. Ja, geil. Achso, er hat ihn okay. Auch nicht schlecht. Er hat ihn getroffen, wie auch immer er das geschafft hat. Vorhin hat es nämlich nicht geklappt. Süß. So. Zwei sind weg. Kümmern wir uns wieder um die da oben. Und diesmal leise. Achso, stimmt, ich habe den Schleichanzug an, deswegen können die meine Schritte gerade nicht hören. Gut zu wissen. So, jetzt du da oben. Und an sich ist es ja egal, wenn die Folgenextraktion hören, solange sie es ja nicht sehen. Nicht reden. Was, hau rein? Hä? Okay, ich muss kurz warten. Wer kommt hier hoch? Ich hoffe, der wacht jetzt nicht auf da neben mir, sonst hätte ich ein Problem. Okay, ich muss schnell machen. Ach, bleib doch einfach liegen. Ja, solange nur ein Geräusch hat, ist alles okay. Solange nur ein Geräusch hat, ist alles okay. Wie jetzt, Scheiße? Hä? Wieso? Hä, wieso? Es hat doch kein Mensch gesehen. Oh, wehe. Looks like the arms dealer's chopper is gonna patrol for the security forces. Be sure you don't get spotted from above. Ja, ich probier's. Oh nein, wehe. Ich muss jetzt einfach mal kurz warten. Ich muss einfach warten. Vielleicht habe ich Glück und. Wer hat das denn jetzt gesehen? Das kann doch gar nicht sein. Ja, ist doch nichts da. Leute, macht doch keinen Aufstand. Komm, mach den Alarmmodus raus, bitte. Sonst muss ich wieder anfangen. Och Mann. Ich mache es mir aber auch immer selber kaputt, ne? Ich hasse es. Ich hasse es, ey. Bist du runter oder kommst du hier rein? Okay, tschüss. Wo ist eigentlich Quiet? Ich habe die schon ewig lang wieder nicht gehört. Ist es dein Ernst? Du sitzt immer noch... Die hockt am ja, okay. Ich sag dazu nichts. Die hockt da halt am Landepunkt. Geil. Super Quiet. Bist die Beste. Kann es bitte irgendjemand funken, dass wir keinen Alarmmodus mehr hier haben? Bitte. Es ist doch alles okay. Nächstes Mal mache ich einfach gar nichts mit den Wachen.
Ich fühle mich so nutzlos gerade schon wieder. Leute. Ach komm, währenddessen kann ich ja mal kurz in den Entwicklungsding gucken. Wegen der UN, bevor ich das schon wieder vergesse. Internet. Danke. So. Da ist es. Tatsächlich Schalldämpfer. Zwar nur eine geringe Wirkung, aber besser als nichts. Lass es entwickeln. So. Was haben wir sonst noch Gutes? Ja. Na komm, lassen wir das mal entwickeln. Ist auch Betäubung. Betäubungs-Shotgun. Auch nicht schlecht. Das könnte man auf Stufe 7 machen, aber Stufe 7, wie viel? Ach, guck mal, 13.000 GMP und Purpura und alles. Und nee, das muss nicht sein. Nachschubsignal, was kann ich da besser machen? Mitführbare Munition, okay. Reflexmodus. Wirkungsdauer erhöht. Das wäre auch nicht schlecht. Machen wir das mal. Und dann sind wir wahrscheinlich... Na, wir haben noch tatsächlich ein bisschen Geld. Dann mache ich noch die Kartons. Kartons müssen immer sein, tut mir leid. Na los. Ach übrigens, ja, wir sind umgezogen. Es ist zwar alles besser. Das Einzige, was schlechter geworden ist, ist das Internet. Das ist nicht mehr so grandios, aber es ist gut. Also statt 200 Mbit Leitung haben wir jetzt halt nur noch 50 Mbit Leitung. Das ist halt das Maximum, was es hier gibt. Leute, echt. Muss das jetzt sein? Macht doch den Alarmmodus aus! Das machen die nicht, ne? Probier mal was. Immer noch nicht. Ich glaube, das wird auch nicht so schnell passieren. Ich will doch nur die Missionsaufgabe. Oh. Ich hasse es. Und lass mich raten, die ganzen Entwicklungsdinger sind jetzt wieder aus, ne? Wetten? 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 Hä? Was kann ich denn jetzt... Hä? Please specify a project. Strange. Ach guck, das hat's jetzt gespeichert. Na, immerhin. Da muss ich daran nicht mehr denken. Ich renne jetzt da einfach rein und ist mir scheißegal. Die anderen sollen einfach überleben. Quiet Aufklärung, zack. I've sent the information to your map screen. That's the target's predicted location. Check all around the target. Ihr seht mich nicht. Ich glaube, die sehen mich doch tatsächlich nur, wenn ich in deren ihrer Nähe einfach stehen bleibe. Das ist einfach alles am Leben. Ist mir egal. Scheiß einfach drauf. Man kann einfach auch nichts schief gehen. Beziehungsweise pass mal auf, dich nehme ich mit und dich töte ich und dich verstecke ich da hinten. Ich hoffe, das sieht jetzt niemand, wenn ich das mache. Das wäre ein bisschen mies. Aber guck mal, dich kann ich hier hinten nämlich ausschalten. Und zwar ohne, dass es jemand hört. Da hinten guckt bestimmt niemand nach. So. Und tschüss. Und er ist tot. Und gut versteckt. Also wenn den jetzt jemand sieht, dann weiß ich auch nicht. So, und jetzt müssen wir noch warten, bis der Heli kommt. Ja. Ich spule mal vor für euch. Bis gleich.